Falls du da draußen Trading-Tipps direkt auf dein Handy bekommen willst, dann schau mal in die Videobeschreibung. Du kannst nämlich mit Amazon Prime komplett kostenlos in unseren Trading-Discord reinkommen. Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 22 Video. Und heute zeige ich dir, wie du ein 35k-Pack gerade sehr, sehr günstig bekommen kannst. Des Weiteren gehen wir rein in sehr, sehr viele FIFA-News. Unter anderem gibt es Maradona jetzt nicht mehr in FIFA in den Packs zu ziehen. Und dann gibt es noch einige neue Dinge, zum Beispiel auch neue Spieler in FIFA 22. Also viel Spaß mit dem Video. Und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ach ja, übrigens, für alle, die noch ein bisschen traden wollen, wir haben noch eine Aktion für den Discord, gerade für unseren Trading-Discord. Für einmalig 15 Euro könnt ihr für das restliche FIFA-Jahr in unseren Discord reinkommen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt mir eine Nachricht auf Discord oder Instagram. Und ansonsten könnt ihr natürlich weiterhin immer kostenlos in den Discord, wenn ihr Amazon Prime habt. Eine Erklärung dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Okay, dann schauen wir auch schon direkt rein eben bei den SBCs, denn da ist wirklich ein sehr, sehr günstiger neues 35k-Pack jetzt drinnen verbaut. Ihr müsst da einfach nur auf die Live-SBCs gehen und da müsst ihr halt jetzt relativ schnell sein. Die SBCs für 2 Tage da und das Ganze heißt Bank Boost bzw. Bank Boost und hier ist eben auch schon meine Lösung. Ja, die SBC kostet unter 10.000 Münzen und ihr bekommt dafür ein 35k-Pack. Das ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr, sehr fair. Ist nicht schwer abzuschließen. 80 Teambewertung, bla bla bla, 95 Chemistry ist natürlich nicht so easy, aber ihr seht es, man löst das Ganze einfach mit einer Nation. Ja, und dann hat man das Ganze auch schon. Wir geben den Aal ab und haben damit die SBC abgeschlossen und bekommen hier eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein 35k-Pack. Und ohne lang zu schnacken, gehen wir da natürlich direkt rein und hoffen, dass wir da was ziehen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was habt ihr aus diesem Pack gezogen? Ich denke, dass einige von euch das gemacht haben. Wir ziehen einen 83-Plus-Spieler und es ist am Ende des Tages ein Felipe. Was kostet der aktuell? 5k wahrscheinlich oder so ungefähr. Schauen wir, was wir noch dahinter haben. Ein Grealish, nochmal ein 84er. Das heißt, für mich hat sich die SBC schon mal definitiv gelohnt. Ist zwar untradable das Pack, aber trotzdem, die kann man ja alle in SBCs geben. Es sind 30 Objekte in Hawk Chemistry Style auch hier und das lohnt sich auf jeden Fall. Also in den meisten Fällen, sage ich mal, lohnt sich das Ganze, macht diese SBC auf jeden Fall. Im Zusammenhang mit dieser SBC sind dann einige Spieler eben auch ganz gut hochgegangen. Zum Beispiel hatte ich Ansu Fati bei mir in der Lösung drinnen. Den hatte ich halt in meinem Verein schon, deswegen musste ich mir den nicht kaufen. Aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gestiegen. Der war ja immer unter 1000 Coins. Der hat ja eigentlich keine Special Sachen, aber der liegt halt mittlerweile, ihr seht es hier, bei 2400 Coins, obwohl das ein 76er Gold Rare ganz random eigentlich ist. Das heißt, der kostet aber trotzdem was, eben wegen der neuen SBC. Das heißt, eure Aufgabe jetzt, schaut unbedingt im Verein nach, ob ihr solche Spieler habt. Geht einfach alle Goldkarten einmal kurz durch, schaut kurz rein, Preisvergleich und schaut, ob ihr dort irgendwelche teuren Karten findet, denn viele sind im Preis wirklich sehr gestiegen. Man kann hierhingehend natürlich auch oft sehr, sehr leicht investieren. Das heißt eben zum Beispiel jetzt eben gute Liga, gute Nation, einfach für Abschlusspreis in Rare-Karten reingehen. Du kannst damit halt nichts falsch machen. Also ihr seht das eben hier bei Ansu Fati, dass der eben untertags wirklich nichts wert war. Also der lag hier eben bei 900 Coins, teilweise 1000, den kann man sich meistens für Abschlusspreis erbieten. Also Freunde, geht immer gerne rein in Rare Abschlusskarten aus Top-Ligen, weil ihr könnt da nicht viel falsch machen. Also ihr könnt da nur Gewinn machen. Und ihr seht auch, dass er zum Beispiel am Tag davor um 19 Uhr mal hochgegangen ist. Am Donnerstag ist er um 19 Uhr auch einen Ticken hochgegangen. Ne, ist er nicht. Sorry, ist er nicht. Aber ist er den ganzen Tag ein bisschen höher gewesen. Auf jeden Fall, so Karten, du kannst nichts falsch machen. Wenn du in der Masse reingegangen wärst für 700 Coins, zack, wäre das ein super Gewinn gewesen. Als kleines Beispielinvestment kann ich euch Fabian empfehlen. Der ist so gut zum Investieren. Der geht immer mal wieder auf über 1500 Coins. Und auch wenn er eben nicht so stark steigt, zum Beispiel wenn er nur auf 1000 Coins hochgeht, macht er halt trotzdem 25% Gewinn pro Karte. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr den unter 700 Coins einfach erbietet, beziehungsweise für genau 700 Coins kann man den ganz leicht erbieten aktuell. Und dann schaut einfach immer rein, 19 Uhr, okay, sind neue SBCs gekommen und dann, okay, kann ich den Spieler jetzt teurer verkaufen? In den meisten Fällen könnt ihr das. Das heißt, eben alles ab 1000 Münzen, da würde ich dann sozusagen schon auscashen. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene, die eben so ähnlich sind. Vor allem eben die 82er, also das so als kleines Investment für euch. 82er, wenn die eben sozusagen Abschlusspreis kosten, nehmt ihr sie euch mit. Zum Beispiel Rafa liegt jetzt auf 900, 950. Der liegt aber auch eben ganz oft bei 700 Coins und da kann man eben dann auch immer easy rein investieren. Oder zum Beispiel Tejes ist auch ein ganz gutes Beispiel, der kostet jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr wegen der SBC, schauen wir mal rein. Kostet aktuell 1000 Coins circa, auch der, wenn ihr den für Abschlusspreis mitnehmen könnt, immer mitnehmen, 19 Uhr reinschauen, ob die Karten gestiegen sind, easy going,
das sind safe Coins. Also wenn ihr dann natürlich sehr viel Glück habt und eine richtig gute SBC kommt für solche Spieler, können die halt auch auf 4K zum Beispiel hochgehen. So war es bei Fabian. Das ist jetzt ein Bild aus unserem Trading Discord. Oder hier eben für 6,50. Ein Mod von uns hat sich den eben geholt und der steigt auch immer und immer wieder. Das ist Wahnsinn, weil der halt einfach Argentinier ist und exotische Liga, also Eredivisie. Und einfach für 6,50 ganz auf der Boden und dann für 1,4 verkauft. Das wirkt jetzt nicht so heftig, aber das ist ein Verdoppler. Das heißt, wenn ihr da mit einer Mille reingeht, könnt ihr 2 Millionen Coins am Ende des Tages dann rausholen oder habt dann eben 1 Million Coins Gewinn gemacht. Das ist ganz, ganz easy mit dem unendlichen Beatglitch dann vor allem. Einfach eingeben auf YouTube, unendlicher Beatglitch, FIFA Allstars, dann kommt ein Video, wie ihr auf unendlich Karten gleichzeitig bieten könnt, damit ihr eben so Masseninvestments machen könnt. Ist wirklich sinnvoll, ich rate es euch komplett, immer wenn so Rare-Karten, gute Liga, vielleicht eine exotische Nation, eine gute Nation, was auch immer, wenn ihr einfach Abschlusspreiskosten, zack, mitnehmen in der Masse und dann 19 Uhr immer verkaufen. Gut, dann machen wir weiter mit ein paar neuen Karten in FIFA. Es sind ein paar neue Karten mit hinzugefügt worden und zwar unter anderem Jerome Boateng, der bei Lyon jetzt am Start ist, mit einem 82er Rating. Auch der ist übrigens sehr, 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 sehr gut zum Investieren, weil der halt Deutscher ist, aber in einer anderen Top-Liga spielt. Also wirklich ein super Spieler zum Investieren, unter 700 Coins, einfach in der Masse reingehen, kann ich euch komplett empfehlen. Übrigens witzig, dass der hier mit einem 83er Rating angezeigt wird, hier mit 83, aber er hat eigentlich eine 82. Ganz, ganz komischer Hase. Dann wurde noch hinzugefügt der gute alte Frank Ribery und der ist jetzt eben hier am Start mit einem 81er Rating. Der war angeblich auch nicht am Start, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber der sollte jetzt neu sein. Wenn das eine falsche Info ist, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich glaube, der sollte neu sein. Und Onana, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, hatte immer ein 85er Rating, wurde dann aus FIFA entfernt und ist jetzt wieder zurück. Und ja, der Mann ist eben auch tatsächlich zum Investieren nicht schlecht, weil 83er und 800 Coins, easy going. Also es sind so ein paar neue Spieler auf jeden Fall jetzt reingekommen. Ich kann euch noch ein paar mehr zeigen. Also hier beispielsweise Sturridge auch noch. Wer kann sich an den noch erinnern? Bei Liverpool damals immer in FIFA hat man den immer gezockt. So, so, so cool. Und hier eben Ribéry, Willems, dann haben wir Romero. Wir haben Caceres, Nkulu. Und so weiter und so fort. Also ein paar neue Spieler hier, Mirante noch. Also das sind ein paar neue Karten, die jetzt hinzugefügt wurden. Dann gehen wir rein zur nächsten Info und die ist sehr, sehr brisant. Und zwar ist Diego Maradona aus FIFA jetzt entfernt worden. Mittlerweile ist der gute Mann ja schon verstorben. Das heißt auf jeden Fall Rest in Peace. Und jetzt ist er sogar auch noch aus FIFA draußen. Denn es gibt Rechtsstreitprobleme mit einer dritten Partei. Das heißt, es gibt eben sozusagen FIFA wahrscheinlich, dann irgendwie EA Sports, dann, weiß nicht, die Maradona-Stakeholder halt. Ich weiß nicht, wer da sozusagen die Rechte an ihm hat, aber auf jeden Fall wird er nicht mehr in Packs, nicht mehr in SBCs und Drafts verfügbar sein. Er ist natürlich dennoch auf dem Markt, also man kann ihn weiterhin eben kaufen, ganz normal. Also hier seht ihr es übrigens, man kann ihn ganz normal eben kaufen und verkaufen, also man kann ihn sich noch holen für sein Team, aber er wird halt nicht mehr in neuen Packs drinnen sein. Das heißt, der Spieler wird natürlich auf Dauer sehr, sehr nach oben gehen, nehme ich jetzt zumindest mal an, also er ist jetzt einfach nicht mehr in den Packs dann und so. Das heißt, da wird es einen Preisanstieg geben und man hat natürlich hier auch schon gesehen, dass die Karten ein bisschen hochgegangen sind. Also die sind alle so um 10% oder so gestiegen. Jetzt sind sie wieder ein bisschen runtergegangen. Ja, mal schauen, ob sie am Ende des Tages wirklich 100% steigen. Ich finde, so mit so Sachen traden ist eh immer schwierig. Ich meine, er steigt jetzt ja nicht, weil er verstorben ist, sondern er steigt, weil er halt nicht mehr in FIFA ist, weil es einen Rechtsstreit gibt. Das heißt, der ursprüngliche Punkt, warum er jetzt steigt, ist eben der Rechtsstreit. Aber trotzdem ist es irgendwie kritisch, finde ich, damit Coins zu machen. Wenn ihr ihn euch holen wollt, dann holt ihn euch. Wenn ihr ihn euch nicht holen wollt, holt ihn euch nicht. Auf jeden Fall wird der nicht mehr in den Packs zu ziehen sein. Dann das nächste kuriose Ereignis, was in den letzten Tagen passiert ist, beziehungsweise um genau zu sein, gestern passiert ist. Ja, Eriksen, ihr habt es wahrscheinlich schon alle mitbekommen, der war eben auf einmal geupdatet bei jedem. Ja, du hast auf einmal diese Special-Version von Eriksen in deinem Verein gehabt oder so oder eben ja, gezogen, obwohl das Event noch nicht mal da war. Also es war irgendwie 10 Uhr Vormittag und man hat irgendwie Eriksen schon ziehen können, obwohl das Event noch nicht mal da war. Und es ist eben so gewesen, wenn du sozusagen Eriksen in den vergangenen Tagen mal gezogen hast, dann kannst du den über die Web-App wiederherstellen und dann bekommst du diese Version. Du bekommst nicht den normalen Eriksen. Das ist halt ultra, ultra heftig gewesen. Viele von euch haben mir da auch Screenshots dazu geschickt. Das heißt, ihr müsst hier einfach nur bei Verein reingehen in der Web-App und dann hier auf Schnellverkauf Wiederherstellung. Bei mir backt das komplett rum, weil ich habe definitiv in den letzten Tagen eben was abgestoßen, aber die werden mir nicht angezeigt. Keine Ahnung warum. Hier steht jetzt eben 5 Wiederherstellungen. Ja,
Und das Ding ist, da werden die Karten angezeigt aus den letzten 7 Tagen, so wie ich das mitbekommen habe. Fragt mich nicht, warum da jetzt bei mir nichts angezeigt wird. Also hier steht es, stelle Spieler-Items wieder her, die in den letzten 7 Tagen schnell verkauft wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in den letzten 7 Tagen nichts schnell verkauft habe. Also habe ich 100% gemacht. Das heißt, keine Ahnung, warum bei mir da nichts angezeigt wird. Auf jeden Fall, wenn ihr Glück habt, habt ihr halt hier einen Eriksen drinnen. Schaut einfach mal nach, vielleicht bekommt ihr den eben dann gratis. EA hat dazu natürlich auch was gepostet. Und zwar haben sie einfach gesagt, okay, dass das unabsichtlich sozusagen geupdatet wurde, bla bla bla. Also eh das, was wir halt schon alle mitbekommen haben. Ja, und es ist eben so, dass wenn ihr den Eriksen sozusagen irgendwie bekommen habt, dass ihr ihn anscheinend weiterhin habt. Also ihr könnt ihn jetzt normal verkaufen oder eben, ja, also ihr habt die Karte jetzt ganz normal und es geht auch alles normal weiter mit Eriksen, er ist jetzt ganz normal, die normale Eventkarte halt einfach. Da auf jeden Fall jetzt mal die Frage von mir an euch, habt ihr euch Eriksen irgendwie gesniped oder habt ihr ihn tatsächlich irgendwie gezogen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ich denke nämlich einige von euch haben sich da irgendwie einen Eriksen ergattert. So und zu guter Letzt schauen wir nochmal kurz rein bei Mbappé und da ist einfach nur meine Frage an euch, macht ihr euch den oder macht ihr ihn nicht? Der Mann kostet ja ungefähr 2 Millionen Coins und hat wirklich super Stats und man kann ihn auf jeden Fall machen, es sind nicht so viele SBCs, wie gesagt 2 Millionen Coins, wenn man halt einige Spieler untrade hat, denke ich, kann man den auf jeden Fall mal machen. Das Ding ist halt in, ja, ich glaube 1,5 Monaten circa kommt dann das Team of the Season, da gibt es nochmal eine bessere Karte, es gibt auch den Headliner, da hätte man dann die Karte tradable. Ich finde es immer schwierig, wenn man halt eben 2 Millionen Coins in einen Spieler packt und die Coins dann weg sind. Also du kannst die Coins nie wieder zurückholen. Du hast halt ein Mbappé, aber du kannst die Coins nie wieder zurückholen. Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn nicht verkaufen. Aber das Ding ist halt, wie soll einem Mbappé nicht gefallen mit solchen Stats? Also ich denke, er lohnt sich tatsächlich. Schreibt in die Kommentare, macht ihr den oder macht ihr ihn nicht? Gut, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir da draußen gefallen hat, kannst du jetzt gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.